Na dann, weiter geht's bei Let's Play Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir unser Otterohr erhalten. Das. Mal gucken. Wir schauen uns mal an, dass in der Initiative recht gut ist, dafür aber in der Verteidigung schwach. Und das kann Tackle und Routenschlag. Und jetzt wollen wir uns natürlich auf den Weg machen, zu gucken, wie es weitergeht, ne? Und das bellt schon wieder. Und die zwei, also ich interpretiere die beiden mal als meine Mutter und meine, keine Ahnung, Schwester. Und meine Mutter gibt mir die Turbotreter, denke ich, weil da steht was mit B, das müssen die Turbotreter sein. Na dann. Ja, dein Rivale hat mir das für dich gegeben, die Karte. Damit können wir uns die Region angucken. Was? Auf Route? Irgendwas? Rivale? Warum steht das ständig 2? Egal, ist halt japanisches Rumgekritzel. Ah, 19. Route, da geht sie jetzt hin. Einfach so, weil sie kann. Na dann, ja, Schlüssel-Items können auf Select gelegt werden. Aber wir gucken uns mal die Karte an, weil im Gegensatz zur schwarzen Edition hat sich die Region natürlich geändert. Denn hier war früher unsere Heimatregion und die ist jetzt hier. Und diese komischen, was auch immer das hier ist, sehr interessant sieht es aus, genauso wie das hier, diese Verbindungsdinger. Und diesen Weg hier, den gab es zum Beispiel ebenfalls nicht in der Region, in der schwarzen und weißen Edition. Das heißt, das wird besonders Spaß machen zu erkunden. Aber vorher haben wir ja erstmal hier dieses neue Gebiet zu erkunden und dann die ganze Ishu-Region. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und erkunden mal die neuen Routen, denn in Pokémon Schwarz und Weiß 2, was willst du denn? Du bist Momo, oder? Na. Und du hast einen Trank erhalten, yay. Packen wir mal schön in die Medizinbox hier. Und ja. Neu in... Aha. Ich red gleich weiter. Nö. Wildes Gras, ja. Hohes Gras, Pokémon, nö. Mit den Pokébällen, die ich dir gegeben habe, kann ich die fangen und so. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Lü. Da haben wir einen Katzen-Pokémon, dessen Name mir gerade entfallen ist. Echt schlimm. Und ein Yorklef. Von Bell. Tackle. So, jetzt ist es geschwächt und so. Das kennen wir ja alle. Ja. Jetzt können wir einen Pokéball werfen. Von dem sie natürlich 30 Stück mal so locker in der Tasche hat. So. Zack, Peng, Boom. Ja. So. Das komische Viech wurde gefangen. Kennt jeder Pokémon-Spieler. Keine Ahnung, warum man das jedes Mal zeigt. Aber egal. So, aber du musst noch ein bisschen weiter schwächen und so als ich. Weil man kann ja nicht immer das Glück haben und mit einer Attacke direkt in den roten Bereich und so. Ich gehe jetzt meinen Kaffee trinken oder so. Keine Ahnung. Und ja, dann laufen wir mal hier durch die Route. Und gucken, was es hier so für Pokémon gibt. Ja, dieses lustige Katz-Pokémon. Das vom Typ Unlicht ist, aber ne. Fangen wir uns nicht. Weil irgendwie mag ich das Pokémon nicht. Scheint ja auch kein besonders gutes Pokémon zu sein, sonst hätte ich mir den Namen gemerkt. Und zack, wir hauen einfach weiter drauf. So.
Ja, senk unseren Angriff mit Heuler, aber wir sind eh stärker. Nee, yeah, Heuler. Nächster Heuler. Ich mach Tackle. Zack. Und das sollte uns das nächste Level abgewehren. Zack, auf Level 7. 2 auf HP, 0 auf Verteidigung und sonst überall 1. Und wir lernen die Aquaknarre. Immerhin haben wir jetzt eine spezielle Attacke und eine physische Attacke. Das wird uns später helfen. Oh, und irgendeiner kommt. Der Champ Lauro aus Pokémon Schwarz und Weiß. Das, ja, wie ich schon sagte, ist der Champ, der irgendwelche übermächtigen Fähigkeiten hat und von Klippen springen kann. Oh, du bist Momo, lass mich dich mal angucken. Ich hoffe jedenfalls, dass der mich jetzt nur angeguckt hat. Jo, ich werde mir dich einprägen. Du bist ein toller Trainer und so. Und bevor wir das Item nehmen können, greift uns nochmal so ein Kätzchen an. Ja. Auch wenn ich dich überhaupt nicht mag. So, jetzt können wir auch mal direkt die Aquaknarre benutzen. Schön ins Gesicht. Und wie man sieht, das macht schon ein bisschen mehr Schaden, weil unser Otero ist speziell ausgelegt. Das heißt, Attacken, die nicht physisch sind, sind besonders stark. Und zack. Immerhin ein paar Erfahrungspunkte. Trainieren werde ich im Übrigen offscreen, das heißt, damit braucht ihr euch nicht befassen. So, und kommt schon in die nächste Stadt. Und da ist wieder der Champ Lauro hier. Ne, Momo, ja, ich bin hier, ich stehe halt hier. Hab keine Hobbys, so, ich laufe einfach weg. Ja, gehen wir einfach mal ins Pokémon Center. Heilen mal provisorisch unsere Pokémon. Das füllt nämlich auch die AP auf. Und ja, ich denke, jetzt gehe ich mal shoppen. Und bereite mich so ein bisschen auf die ersten Spielstunden vor. Ja, Pokébälle haben wir 10 Stück. Kaufen wir noch 5, dann haben wir 15. So, Tränke haben wir 2. Da hole ich auch nochmal 5. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir holen noch 2 Tränke. Sicher ist sicher. Und 2 Pokebälle. So, dann haben wir zwar kein Geld mehr, haben aber ein paar Tränke und Pokebälle dabei und brauchen erstmal keine für den Anfang. Städte erkunden können wir später. Ich will erstmal gucken, was Lauro von uns will. Denn da ist er schon wieder. Hä? Was ist los? 2. Was haben die alle mit ihrer 2? Ist das hier wie die Lotto-Glückszahl? Ne, diesmal 20. 20. Ja, so, ich denke mal Route 20, weil gerade waren wir auf Route 19. Also meinte er, ja, in die Richtung geht's auch, geht's in Route 20. Und unser erster Trainerkampf. Und man hat schon gesehen, im Gegensatz zu Schwarz und Weiß hat jetzt jeder Trainer so einen Start-Move halt. Also jetzt bewegen sich nicht nur die Pokémon, sondern auch die Trainer ein wenig. So, Aquaknarre auf das Nagelotz. Im Übrigen möchte ich, falls, ich nehme das ja jetzt mit Camtasia auf, kann es sein, dass oben rechts so ein Balken, wie so ein Grafikfehler auftaucht. Das möchte ich entschuldigen, falls das auftauchen sollte. Das liegt nicht an mir, das ist irgendwie keine Ahnung, wovon das kommt. Aber wir sind ein Level aufgestiegen, kriegen 3 auf unsere KP. 2 auf Angriff, 2 auf Spezialangriff. Ist doch recht gut.
Und dazu hast du mir verholfen. Danke, Trainer. Und 64 Geld. Poké-Dollars. Ah, mal sehen. Da kann man hinter runterspringen. Aber wir wollen erstmal dieses kleine Mistblach hier kaputt hauen. Dumm, dumm, dumm. Eine Göre. Yay. Mit... ah, mit einem blöden Katzimon. Keine Ahnung, was du bist. Ich glaube, ich sollte diesen Namen mal nachschlagen. Ich bin normalerweise gut mit Pokémon-Namen, aber... nee. Das Viech fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich kann auch nicht von der Entwicklung ableiten, weil... ich weiß auch gerade die Entwicklung nicht. Obwohl da hat fast jeder Team Plasma... Plasma? Ja, Team Plasma-Typi hatte. Hm, egal. Und wir finden ein Paraheiler. Auch praktisch. Und der nächste T-Nager. Teenager. Ich weiß nicht warum. Ich habe früher mal gelesen T-Nager und habe auch ständig meine Eltern gefragt. Wie jetzt T-Nager? Was wollen die denn damit erreichen? T-Nager hier. Und der hat einen Nagelotz. Immerhin. Wir haben also jetzt schon zwei Pokémon gesehen. Also einmal das Katzi und einmal Nagelotsch. Und beide davon kommen nicht in mein Team. Weil, ach so, wollte ich ja gerade noch sagen, als Bell mich ja gekonnt unterbrochen hat. Nämlich ist es neu, dass in Schwarz und Weiß jetzt auch Pokémon der früheren Generation sind. Was vorher zum Beispiel nicht war. Dort war die ganze Region... bis nachdem man die Liga gemacht hat, voll nur mit den, wie sagt man, nur mit den neuen Pokémon. Und hier sind wir jetzt auf irgendeiner lustigen Farm mit einem Gebüsch. Das heißt, komm, wir schauen mal, was es hier so für Pokémon gibt. Vielleicht können wir uns ja ein Teammitglied fangen. Ein Yorklef. Knuffig, knuffig, aber nee. Normal-Pokémon, was ja sich hinterher zum großen Viech entwickelt, aber nee, eher nicht ins Team. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Es gibt vielleicht Leute, die finden das Pokémon total süß und total knuffig, aber nee. So, Level 9. 2 auf HP und 2 auf Spezialangriff ist so gut. Ach komm, gucken wir noch einen Kampf. Oh, ein wildes Riolu. Erstens das erste Pokémon aus einer anderen Region, nämlich aus der 4. Generation und eines meiner totalen Lieblings-Pokémon. Und ja... ich denke mal, Leute, wir haben unser erstes Teammitglied. Bitte mach jetzt keinen Volltreffer, sonst sind wir total genutzt. Ja, und jetzt. Zum ersten Mal, los, spin and win, los Pokéball. Es ist aber krass, oh mein Gott. Es ist jedoch krass, dass sie uns schon am Anfang ein Riolu, weil Lucario ist ein ziemlich gutes Pokémon und das wundert mich jetzt ein bisschen, dass die uns ein Riolu jetzt schon geben sozusagen. Das hat man in anderen Editionen erst richtig spät gekriegt und in Schwarz und Weiß übrigens erst hinterher und da war es schon auf Level 50. Also das ist schon cool. Und irgendwie ist es gerade ziemlich widerspenstig, das Kleine. Ich werfe jetzt schon meinen dritten Pokéball und das Viech ist erst Level 5. Und ich sollte mir abgewöhnen. Ja, wir haben's. Wir haben unser erstes Teammitglied, Riolu. Und es ist männlich, auch cool. Und ich würde sagen, mit diesem lustigen Ereignis beenden wir auch diesen Part. Bis dann, wir sehen uns im nächsten. Tschüss!